Spekulationen an der Börse sind mir zu riskant. Ich investiere mein Geld in Sneaker. Einige sammeln Briefmarken, andere die sammeln Autos, woher auch der Wert steigt mit der Zeit. Und ja, dasselbe sehe ich jetzt in den Sneakern. Diese besondere Form der Sammleranlagen, die ich jetzt nicht als alternative Investments in Form der Sachanlagen sehe, ist es halt, da muss ich immer davon ausgehen, dass ich ein Totalverlustrisiko auch habe. Ich zaubere mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich neue Schuhe auspacken kann. Spekulationen an der Börse sind mir zu riskant. Ich investiere mein Geld in Sneaker. Beide? Ja. Ganz gut, ne? Achtung und los. Dann mit dem anderen, sehr gut. Und weiter. Und der andere, ein bisschen zur Seite. Ja, sehr schön. Und wieder hin. Und bitte. Und weg. Und bitte. Gut. Mhm. Und wieder auf.
wo kaufst du deine Schuhe? Also ich kaufe sie im Laden auch, aber überwiegend online, weil im Sneakershop hat man nur eine begrenzte Anzahl an Sneakern und online ist das Angebot viel, viel größer. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich sag mal so, im Shop hat man nur eine Standardauswahl. Aber wenn die Modelle nicht mehr produziert werden, besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie im Wert auch irgendwann mal steigen werden. Die anderen Bilder machen wir danach, wie wir es auch vorhin gemacht haben. Ne? Achtung, bitte. Und weiter geht's. Los geht's. Alles durchgehen, wie eben. Ich habe immer den lustigen Leitspruch, Augen auf beim Online-Kauf. Ich denke mal, das beschreibt es ganz gut, würde ich sagen. Ja, warum? Also ich greife sehr oft auf Online-Plattformen zurück und gehe nicht so oft in den Laden. Ich habe online viel mehr die Möglichkeit, auf bestimmte Schuhe zuzugreifen, die es im Laden nicht gibt, weil es halt nur Standard Modelle sind, die es im Laden gibt, und daher ist es schon viel angenehmer, die Schuhe online sich zu bestellen. Also auf jeden Fall gibt es da was zu beachten. Mittlerweile gibt es en masse Fake-Shops, wo man richtig aufpassen muss, dass man nicht in die Falle tappt, wo man auch hunderte von Euro in den Sand setzen kann, und ein Laie, sage ich mal, der blickt da im ersten Moment gar nicht so durch, ob es jetzt originale Schuhe sind oder gefälschte Schuhe. Und da sollte man auf jeden Fall mehrere Shops testen und sich auch mal im Impressum umschauen, ob da auch wirklich alles korrekt ist. Und dann erst den Weg zum Kauf machen und die Schuhe dann kaufen, bevor man in eine Falle tappt. Ja, das ist auch so eine tückische Sache. Man erkennt die heute fast gar nicht mehr. Also man muss schon so ein bisschen in dem Sneaker-Game, sage ich mal, drinne sein, um so einen Blick dafür zu bekommen, dass man auch die Fakes von den Originalen unterscheiden kann. Ja, wie gesagt, bis 18 Uhr könnte das Ordnungsamt ja noch unterwegs sein. Ja, sind die ganz fix. Also der wertvollste Sneaker in meiner Sammlung ist jetzt der hier. Das ist der Nike Air Max 90 Atmos.
Duck Hunter Camouflage. Und den hatte ich vor 3-4 Jahren erworben für 160 Euro. Und je nach Größe und Zustand ist der heute zwischen 800 und 1100 Euro wert. Und ja, zum Beispiel, der kommt auch noch dazu, Adidas Yeezy Boost Beluga, auch zwischen